Fokus-Online-Kolumnist Alexander Kekulé nimmt die Cannabispolitik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kritisch unter die Lupe. Lauterbachs Gesetz zur Legalisierung von Cannabis, das den Konsum ab Ostermontag 2024 erlaubt, wirft viele Fragen auf und offenbart groteske Widersprüche. In Berlin trafen sich am 1. April 1500 Menschen zum kollektiven Ankiffen. Dieses Ereignis verdeutlicht die unmittelbare Problematik des Gesetzes. Der Konsum von Cannabis ist legal, aber da der Eigenanbau erst seit kurzem erlaubt ist, stammt das konsumierte Cannabis zwangsläufig aus illegalem Anbau, was paradoxerweise strafbar ist. Laut Kekulé führt eine Legalisierung nicht zu einem Rückgang des Schwarzmarktes, sondern zu einem Anstieg des Konsums und der damit verbundenen Gesundheitsprobleme. Internationale Erfahrungen zeigen, dass legale und illegale Märkte gleichermaßen profitieren. Kekulé fordert eine sinnvolle Freigrenze, um Konsumenten nicht zu kriminalisieren, ohne den Konsum zu fördern.